Güter. Du bist kurz davor, das letzte Relikt von Nezarek zu bergen. Wir nähern uns dem Ende unserer Mission. Ich bemerke keine weitere Kommunikation zwischen Eramis und ihren Crews. Das Schlimmste könnte hinter uns liegen. Ich habe jedoch eine Nachricht bemerkt von Eramis an Eido. Es handelte sich um ein unverschlüsseltes Protokoll. Du hast es vielleicht gehört. Ich weiß nicht, was Eramis davon hat, mit Eido zu sprechen. Wir wissen, dass die Schiffsdiebe nur ihren eigenen Vorteil sucht. Aber Eido meidet mich. Die Koordinaten der Piratenhöhlen erforscht sie ohne meine Beteiligung. So hat sie sich noch nie verhalten. Nicht nur Eramis Einfluss, sondern auch meine Taten haben Eido weggestoßen, obwohl ich sie nur beschützen wollte. Mit der Zeit wird sie das einsehen. Sie muss. Es sei denn, sie hat ihre Wahl bereits getroffen. Wir müssen die Sache nun beenden, bevor etwas passiert, was nicht mehr rückgängig zu machen ist. Sichere das letzte Reliquiar und beende diesen Konflikt. Möge das Licht uns Kraft geben. Schatz auf der Erde versteckt hat, war ziemlich clever. Wer würde hier schon danach suchen? Und er war die ganze Zeit direkt vor unserer Nase. Lass uns jetzt die Beute aufspüren, Held.
lange so bleiben. Sichere sie sofort. Versuchen, unsere Operation zu sabotieren. Das hätten sie nicht tun sollen. Mach sie fertig! Gute Arbeit, Held. Das wird diese Crews lehren, ihren Müll nicht auf unseren Planeten zurückzulassen. Ich frage mich, was für andere Schätze hier herumliegen. Die besten Hüter kommen aus dem Kosmodrom. Das ist der größte Schatz, den es gibt. In dieser Höhle wimmelt es nur so vor der strahlenden Schar. Wir dürfen jetzt, wo unsere Mission zu Ende geht, nicht unbesonnen handeln. Deine Anwesenheit ist nicht notwendig. Aido, was machst du hier? Bist du wohl auf? Ich werde das letzte Relikt selbst holen. Ohne Gewalt. Ich... Die Schar! Aido! Hüter, finde sie, bitte! Sie ist mein Licht!
Das Relikt ist in der Nähe. Wenn wir es besitzen, wird Ehre Miskel die Sinnlosigkeit ihres Handelns erkennen. Du riskierst dein Leben für sie. Sie wird sich nie ändern. Nein. Ihr beide müsst euch der Vergangenheit stellen. Ihr könnt ihr nicht entkommen. Ihr könnt sie nicht vor mir verstecken. Aido, bitte, verzeih mir. Sie hat mich beschützt!
Also, nur damit wir uns nicht missverstehen. Eramis hat Mithraks Schwert an der Kehle und dann passiert nichts? Also, gar nichts? Ich dachte, er hätte noch einen Rest des Schurken in sich. Da lag ich wohl falsch. Aber bei dir lag ich richtig. Eins muss man dir lassen, Kleiner. Das war echt gute Arbeit da draußen. Eramis vertrieben, sämtliche Pläne des Zeugen vereitelt und alle Teile von Nezarek nach Hause gebracht. Nicht übel. Mithrax und Eido haben jetzt die Relikte. Ich weiß nicht, was man damit bewirken kann. Aber wenn das jemand rausfinden kann, dann sie. Ich hoffe nur, es ist was Gutes. Ja. Und du darfst dich nun in einen riesen Piratenschatz stürzen. Das hast du dir verdient. Und keine Sorge wegen meines Anteils, Captain. Ich war nur froh, mal wieder einer von den Guten zu sein. Ha, zweifellos. Willst du mich um einen Gefallen bitten?